vorgelegt. Ich zitiere nochmal: Ihr wisst, dass die als Herrscher der Völker gelten, sie niederhalten und die Großen ihre Macht über sie missbrauchen. Aber so soll es bei euch nicht sein. Wer bei euch ein Großer werden will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch Erster sein will, soll Diener aller sein. Erhard, kann man mit so einem Wort ein Unternehmen führen? Denn du bist, das sehe ich jetzt nicht nur an unserer Asymmetrie, wirklich ein Großer. Ja, Andreas, vielen Dank, dass ich zu euch kommen darf und mit dir diese Dialogpredigt machen kann. Eine wichtige Frage, die uns alle beschäftigt zurzeit: Wie sieht es denn aus mit der Unternehmensführung in den Firmen, in den Großkonzernen, Mittelkonzernen und auch kleineren Konzernen? Eine aktuelle Frage: Es geht um Macht und Machtmissbrauch. Und mit dem Thema habe ich mich sehr, sehr ausführlich beschäftigt, seit meinem 56. Lebensjahr, als ich aus dem Vorstand der Feber AG hinausgeworfen wurde, weil ich gesagt habe, ich mache das nicht mehr so weiter. Ich unterscheide gerne zwischen innerer Macht und äußerer Macht. Es gibt eben viele Menschen, die sind so in ihrem Ego einzementiert und in ihrer Ratio und ihrem Denken, dass sie nur äußere Macht ausleben und das in der Art und Weise, wie sie das ja auch kennen. Sie haben einen Mangel an innerer Macht und wissen gar nicht, wie das ist, was das heißt, innere Macht. Und das ist ja auch ein Thema, was hier besprochen wird. Innere Macht heißt, die innere Dimension in uns zu erfahren, zu spüren und in der Außenwelt zu leben. Das ist das, was mein Lehrer Karl Friedrich Graf Dürkheim immer gesagt hat. Es geht darum, das Wesen, er nannte es das Wesen. Was ist das Wesen? Das Wesen ist in uns und will, dass wir das Wesen in uns und in der Außenwelt sich manifestieren lassen. Darum geht es. Und mein Freund Hans-Peter Dürr, der Quantenphysiker, der leider letztes Jahr gestorben ist, hat mir mit auf den Weg gegeben, sein Spruch seines Lebens: Sorge dafür, dass das Leben lebendiger wird, in jedem Moment, wo du wirkst. Und das kann man nicht, wenn man Machtmissbrauch betreibt. Herder hat von Invaliden einer höheren Macht gesprochen. Wenn ich mich heute umschaue, leider sind viele Invaliden einer höheren Macht an der Macht. Aber es wird sich ändern. Die junge Generation, und das macht mir sehr viel Mut, wird es nicht mehr wollen und auch anders leben wollen. Kommen wir nochmal zurück zu der konkreten Tätigkeit als CEO. Macht muss ausgeübt werden, aber dabei kommt der Entscheider doch auch in Konflikte. Denn es kann sein, dass du Entscheidungen fällen musst, die zum Nachteil anderer sind, um zum Beispiel das große Ganze im Auge zu behalten. Du hattest Shareholder im Nacken, Aufsichtsräte. Wie kann man beides miteinander vereinbaren? Es ist ähnlich wie auch beim Richter natürlich, der entscheiden muss auf der Grundlage des Gesetzes. Und wir wissen alle, dass auch die Ethik immer eine Doppelwirkung hat. Dass wenn wir entscheiden und wirken, wir spüren, dass eine Doppelwirkung entstehen kann und die Abwägung von Vor- und Nachteilen angesagt ist und man muss vielleicht akzeptablere Nachteile eingehen, um einen größeren Vorteil für das Ganze, sprich die Schöpfung, zu erreichen. Und wenn ich Vorstandsvorsitzender bin, das war ich bei Hüls in Marl, in einer sehr schweren Aufgabe, das Unternehmen hatte 1 Milliarde Verlust aufgehäuft mit 40.000 Mitarbeitern. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe gesagt, ich bin kein Chirurg. Ich versuche das Immunsystem dieses Unternehmens zu aktivieren und das ist sehr gut gelungen. Und ich musste auch Entscheidungen natürlich fällen, dass wir uns von einer Anzahl in der Belegschaft trennen mussten. Gott sei Dank konnten wir so zumindest finanziell Pakete schnüren, dass die Menschen, die gegangen sind, mit 90% ihres Nettoeinkommens weiter nach Hause gehen konnten. Man trifft Entscheidungen, die zunächst das Individuum, was es trifft, schmerzlich verletzt. Aber es geht dann auch für einen Vorstandsvorsitzenden eigentlich nur noch darum, dass man mit diesen Menschen fürsorglich und mit Mitgefühl umgeht. Das heißt, die Frage, wie
gehe ich mit dem um, der jetzt in eine Nachteilsposition kommt? Für gewöhnlich sagt man ja nicht unbedingt, dass der moralisch Agierende, der ethisch ordentlich handelt, auch der wirtschaftlich Erfolgreiche ist. Für gewöhnlich gilt das ja als Widerspruch, dass der Gute im Endeffekt dann doch der Verlierer ist. Ist das so oder ist es anders? Also da fragst du mich natürlich was Hochaktuelles, weil ich gerade ein Buch schreibe über eine neue Ethik für die Wirtschaft. Und ich meine, es ist dringend notwendig. Und ich schreibe das als Vorstandsvorsitzender. Und John Morris Clark, ein amerikanischer Ethiker, hat vor 100 Jahren ein Ethikpapier geschrieben. Das könnte man heute genauso veröffentlichen. Und die Headline von ihm war: Being responsible, being profitable. Das ist das, was du ansprichst. Kann man verantwortlich sein und gleichzeitig auch ein Unternehmen gewinnbringend führen? Ich meine ja. Ich meine sehr wohl ja. Weil so viele Kräfte freigesetzt werden, wenn sie verantwortlich mit den Menschen umgehen. Ich denke nur an Intuition, an Innovation. Dass langfristig ein Unternehmen sehr erfolgreich ist. Und wir sind in einer Zeit, wo im Mainstream zurzeit, Sie alle spüren das, so viel zerbricht, was angehäuft worden ist durch einseitiges, egozentriertes Denken. Und es zerbricht, weil andere Zeiten angebrochen haben. Die Sophia macht sich überall bemerkbar, die göttliche Weisheit. In deinen Ausführungen machst du immer deutlich, dass das nicht nur einfach eine Frage der praktischen Vernunft ist, also im Sinne von, es ist ganz klug, ein moralisches Leben zu führen, sondern es hat bei dir auch einen geistlichen Hintergrund. Du bist sozusagen gebürtiger Protestant und hast dich später dem Buddhismus zugewendet. Wo ist die geistliche Wurzel in dieser Bewegung, die das Gute für alle Beteiligten sucht? Also ich bin kein Buddhist, obwohl du mich immer so nennst, sondern ich praktiziere seit 30 Jahren Zen-Meditation und stehe auf den Wurzeln, wie mein Lehrer Karl Friedrich Dürkner, auf Zen, auf christlicher Mystik, Meister Eckhart, und auf der tiefen Psychologie von C.G. Jung. Und das sind drei Pfeiler, die man heute sehr, sehr gut leben kann und auf die man aufbauen kann. Und wie funktioniert das? Ich habe in meinem neuen Buch, was jetzt entsteht, mir die Frage gestellt, warum geschieht all die Unmoral, ich sage mal in der Wirtschaft, weil es ist ein Buch über Business Ethics, obwohl alle Ethikrichtlinien verabschiedet haben, Ethikseminare machen mit ihren Mitarbeitern, alle Klimmzüge machen, um einen guten Eindruck zu haben. Warum reagiert das Individuum, wenn es unter Druck kommt? Ich sage mal, wenn die Zahlen schlecht werden, so unmoralisch. Und das erkläre ich mit der tiefen Psychologie. Das Individuum, was immer nur unterdrückt und verdrängt, packt alles das, was es nicht darf, auch im Business, in den Schatten. Und wenn der Rucksack voll ist und Druck drauf kommt, explodiert das und dann wird die Software manipuliert. So kann man sich das erklären. Das klingt ja jetzt doch danach, als sei es auch eine spirituelle Aufgabe, den Schatten rechtzeitig anzuschauen, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Ist es nur einfach, ich sage mal, wertneutrale Tiefenpsychologie oder ist es ein geistlicher, ein spiritueller Ansatz? Oder anders gefragt, aus meiner Sicht als Katholik, ist es möglich, außerhalb der Religion sich wirklich seinen Schatten zu stellen? Also ich sage mal, das geht natürlich auch außerhalb der Religion. Es gibt ja viele Wege, auch Wege, die mit Religion nichts zu tun haben. Es geht letztendlich darum, den Sinn des Lebens zu erfahren und weiterzugehen. Es geht um, wie mein Lehrer immer gesagt hat, um die Transparenz der immanenten Transzendenz. Zu Gott kann man auch Transzendenz sagen. Immanent heißt, ist immer da. Sie spüren das ja auch. Und dafür transparent zu werden, für diese immanente Transzendenz, für Gott, für die Lehre im Buddhismus oder für Allah oder für Brahman, ist für mich, und da bin ich ja nicht ganz alleine, der Sinn des Lebens. Ganz einfache Frage, bitte, aber trotzdem um eine kurze Antwort, wie macht man das? Nicht durch Appellieren und Appelle, die ja dauernd jetzt wieder geschehen.
Also ich habe noch keinen, obwohl ich 30 Jahre meditiere, längerfristig auf die Matte bekommen, damit er auch meditiert. Und schon gar keinen Businessman. Ich versuche jetzt mit meinem neuen Buch einfach, ich sag mal, das kann ich Ihnen so sagen, den Trick, dass ich als Einflugschneise für die Manager die Psychologie nehme. Denn die psychische Not ist groß. Burnout, Depression, Psychopharmaka und so weiter. Und wenn ich dann den Leser damit überzeugt habe, dass es sich lohnt, mit der Themenpsychologie sich zu beschäftigen, dann kommt im Anschluss die Öffnung für die Spiritualität. Und meine Freundin Brigitte Dorst aus Münster, die sich mit Sufismus beschäftigt und mit Tiefenpsychologie, sagt, die Tiefenpsychologie von Jung und Neumann führt dich bis an die Tür Gottes. Wenn du willst, dass die dann aufgeht, und sie geht sowieso nur nach innen auf, dann kannst du dich einem spirituellen Weg zuwenden. Und das ist tägliches Üben. Und das ist die Antwort auf deine Frage, wie geht das denn? Es geht nur, das habe ich ausprobiert, durch tägliches Üben. Und zweitens braucht man einen Meister, der einem immer sagt, was da alles so falsch läuft. Dann ist man auf gutem Weg. Als Ethiker, der ich ja auch bin, als Ethiker möchte ich ja gerne einen Vorwurf machen. Nämlich, dass hier die Spiritualität verzweckt wird, obwohl sie ja eigentlich selbstzwecklich ist. Das heißt, ich glaube ja nicht um zu, sondern ich glaube, weil ich glaube und weil ich das will. Gerät hier die Spiritualität in die Versuchung, zu einem anderen, zum Beispiel ökonomischen Zweck, dann als Mittel gebraucht zu werden? Also das kann ich ganz einfach beantworten mit dem ersten Gelübde im Buddhismus. Das heißt, ich gelobe, alle Lebewesen zu retten. Und da habe ich mir sehr schwer mitgetan, wie soll das denn gehen? Und mein Lehrer Williges Jäger hat gesagt, wie geht das denn, was ihr da von uns verlangt? Das ist ganz einfach. Ich setze mich auf die Matte, ich meditiere, ich wachse innerlich und wenn ich innerlich wachse, sorge ich dafür, dass die anderen auch innerlich wachsen. When I change, the whole world changes. Das hat Mahatma Gandhi gesagt. Und das ist der Weg, es geht um die Entwicklung des eigenen Individuums und dann wachsen andere mit. Und das ist die Lebensaufgabe im Sinn des Lebens. Ist in diesem Denken Platz für den Begriff Erlösung? Ja, natürlich. Also Erlösung fällt mir sofort ein, was ich eingangs schon sagte, ist die Erlösung von meiner dunklen Seite, die ich ja nicht loswerde, die haben wir alle in uns. Unter der leiden wir auch, manchmal ohne, dass wir es wissen. Und die Vereinigung von Gut und Böse, von Licht und Schatten, die führt zu einer Erlösung. Ich werde wieder ganz, wie ich ja als Kind mal war, bin ich drei wurde und musste dann mein Ego entwickeln und mein Selbst zurücklassen. Und da muss ich jetzt wieder Anschluss finden. Und wenn ich Anschluss finde an diese Unio Mystica, dann fühle ich mich auch erlöst. Warum? Weil ich mich verbunden fühle und das erfahre mit der ganzen Schöpfung. Im Christentum gehen wir davon aus, dass jeder Mensch von Christus ein für alle Mal erlöst ist. Bei dir klingt es so, als wäre es etwas, das man sich erarbeiten muss. Oder ist da gar kein Widerspruch? Also ich sehe es schon so, dass man sich das erarbeiten muss. Das hängt eben mit der Trennung des Ego-Bewusstseins aus der Ganzheit zusammen. Ist ja auch in Ordnung. Wir müssen unser Ich entwickeln, sonst sind wir nicht lebensfähig. Ist alles prima, gerade die jungen Leute. Aber wenn ich mit 45 oder mit 60 immer noch auf dem Ego-Trip bin, dann habe ich natürlich ein großes Problem. Ich glaube schon, und da spreche ich als der 30 Jahre Zen-Meditation macht. Es ist ein mühsames tägliches Üben, bis ich so loslassen kann und in einen transmentalen, transemotionalen Raum komme, wo ich mit allem verbunden bin und nicht mehr denke und nicht mehr fühle. Und das ist das, was wir praktizieren. Das geschieht genauso natürlich mit einem anderen Weg der christlichen Kontemplation, die mein Lehrer auch lehrt. Wir kommen zum gleichen Ergebnis. Und die Quantenphysik kommt zum gleichen Ergebnis. 100 Jahre hat es gebraucht nach Heisenberg. Die Quantenphysik spricht vom Hintergrundfeld, das leer ist, das nichts ist, aber eine Potenzialität hat, als Realität jederzeit manifest zu werden in dieser Welt. Das heißt, wir sind in einer Zeit, und das ist großartig, wo über alle Religionen und über die moderne neue Physik wir feststellen, wir sind alle auf einem Weg, um endlich aus der Einengung unseres mentalen Bewusstseins rauszukommen,
in ein mehr integrales Bewusstsein, wie Gebser oder Ken Wilber das schon vorhergesagt haben. Aus der ignatianischen Spiritualität werde ich jetzt erinnert an die Übung, die Ignatius in seinem Exerzitienbuch vorschlägt: Betrachtungen zur Erlangung der Liebe. Wenn ich höre, was du an Erfahrungen des Einsseins, der Einheit, auch mit anderen Wesen so beschreibst, könnte es sein, dass das auch gleichzeitig ein ignatianischer Weg ist, Betrachtung zur Erlangung der Liebe. Geht es dann um Liebe oder was sind die zentralen Vokabeln? Also Dürr ging mit Raimund Panika, ein indischer katholischer Philosoph, in Spanien spazieren, tagelang. Und sie haben diese Frage diskutiert und haben gesagt, wie nennen wir das, was du so nennst und ich so nenne, dieses Einheitsgefühl. Als die Wanderung zu Ende war, haben sie ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Liebe als Urquell des Kosmos. Sie haben kein anderes Wort gefunden für das, um was es jetzt hier geht, als Liebe. Und das ist großartig. Und das ist wirklich der Urquell des Kosmos. Wir stehen jetzt hier an einem besonderen Ort, nämlich am Ambo. Der Ambo ist der Ort, von dem aus das Wort Gottes gesagt wird, im Evangelium, später in der Predigt fortgeführt wird. Also ein Ort, an dem man Aussagen mit Wahrheitsanspruch macht. Und zwar eine Wahrheit, die nicht irgendeine beliebige Gewissheit ist, sondern die einem am wichtigsten ist. Und von der man sagt, diese Wahrheit müssen auch andere erfahren. Jetzt stehst du als, Buddhist. Der du bist, an diesem Ambo, an dem Ort, von dem aus wir die Wahrheit, und zwar die wichtigste Wahrheit unseres Lebens, hören wollen. Was liegt dir so auf dem Herzen, dass es heraus will und von dem du sagst, das muss die Gemeinde von St. Peter hören? Ich wünsche mir, dass heute ein Impuls, eine Initiation übergesprungen ist. Und das ist mir sehr wichtig, dass wir alle lernen in unserer schnelllebigen Zeit, wo wir immer über morgen nachdenken und reden und über gestern, üben, in jedem Augenblick ganz da zu sein. Ob wir ins Konzert gehen, das geht wunderbar. Wie, ob wir tanzen, ob wir ein Gespräch führen, ob wir mit einem Kranken sprechen. Die Botschaft, die ich Ihnen heute mitgeben will, ist: Halten Sie inne, denken Sie an das, was ich sage jetzt. Sich zurückzunehmen, ganz im Moment zu sein. Dann werden Sie, was ich mir vorgenommen habe nach Hans-Peter Dürr, das Lebende in sich selbst und in anderen lebendiger werden lassen. Das wünsche ich mir, dass Sie das nicht vergessen. Ich würde sagen, mehr haben wir auch nicht zu sagen. Daher kann ich nur sagen, Amen, Amen, das Weitere findet sich. Vielen Dank, Herr Meyer-Gall.